Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder mit einem weiteren Video der Reihe Jeder kann programmieren lernen. Inzwischen sind wir nicht mehr bei den Grundlagen, sondern tada, bei den Java-Grundlagen. Okay, damit meine ich die wesentlichen Elemente der Programmiersprache Java, anhand derer wir uns die Grundstrukturen von Programmen ansehen. Diese sind in vielen Programmiersprachen sehr ähnlich, was Datentypen und Kontrollstrukturen und so Kram angeht. Dinge wie das Grundgerüst des Codes wiederum unterscheiden sich bei den einzelnen Programmiersprachen durchaus, wobei auch hier die einzelnen Konzepte immer wieder aufs Gleiche zu finden sind. Also, los geht's, schauen wir uns mal an. Fangen wir mit einem uns bekannten Bild an. Wir haben ja gelernt, dass wir unseren Quellcode in dem Compiler stecken und der diesen Code dann kompiliert, so dass er entweder durch die CPU direkt oder wie bei Java durch die virtuelle Maschine abgearbeitet werden kann. Betrachten wir die beiden Komponenten jetzt mal getrennt voneinander, da der Kompilierprozess ja für ein fertiges Programm nur einmal vonstatten geht und wir dieses Kompilat dann beliebig oft hintereinander ausführen können. Im Wesentlichen wird eine Klasse, in unserem Fall die Klasse Hello World, an die virtuelle Maschine übergeben und ausgeführt. Und genau diese Ausführung, die innerhalb der virtuellen Maschine, wollen wir uns mal etwas genauer ansehen. Dazu setzen wir uns mal die Röntgenbrille auf und sehen in die virtuelle Maschine hinein. Dort sehen wir nun unsere Klasse, welche durch den Code Public Class Hello World ja, realisiert wurde. Die Main-Methode können wir uns nun als eine Art Eingangstüre in unseren Code verstehen. Wenn wir eine Klasse an die virtuelle Maschine übergeben, dann sucht diese virtuelle Maschine eben diese Main-Methode, um sie aufzurufen. Ist keine solche Main-Methode vorhanden, dann weiß der Rechner nicht, was er tun soll und er würde abbrechen. Ist die Main-Methode aber vorhanden, so kann sie natürlich auch aufgerufen werden. Wenn wir also in unserer Konsole die Klasse dieser virtuellen Maschine übergeben, so erfolgt der Aufruf und die Befehle innerhalb der Main-Methode werden abgearbeitet. Dadurch wird in unserem Programm die Ausgabe auf der Konsole angetriggert und ausgeführt. Danach ist die Main-Methode vollständig abgearbeitet und das Programm wird beendet. Man sagt auch, es terminiert. Sehen wir uns die Main-Methode aber nochmal genauer an. Da fällt vielleicht dem einen oder anderen dieser Punkt hier auf, String und dann diese eckigen Klammern args. Nun, hier handelt es sich um das Array für die Aufrufargumente. Jetzt muss ich leider ein bisschen vorgreifen auf ein zukünftiges Video oder Videos. Die Arrays und auch die Strings werden wir später nochmal etwas genauer behandeln. Und hier an dieser Stelle sage ich nur so viel. Ein Array ist eine Liste von verschiedenen Werten. In unserem Fall Strings und Strings sind Zeichenketten, also Text. Und diese Werte haben in dieser Liste alle eine Position. Ja, das heißt, ein Array ist nichts anderes wie eine Auflistung von mehreren gleichartigen Informationen, die jetzt in Form von Text dargestellt werden. So, was ich jetzt mache ist, ich verarbeite jetzt mal dieses Array, indem ich nicht Hallo Welt, sondern den Inhalt dieses Arrays, genauer gesagt die vorderste Position des Arrays mit der Nummer 0 ausgebe. In der Programmierung ist es nämlich üblich, die erste Position nicht mit 1, sondern mit 0 zu adressieren. Aber wie gesagt, das mit den Arrays werden wir später nochmal etwas genauer behandeln. Wir merken uns jetzt nur so viel, dieses String args ist nichts anderes wie eine Liste von Werten und wir holen uns einfach den vordersten Wert hier mit args 0 raus. Also, was wir jetzt machen, wir geben mit dem uns bereits bekannten Println-Befehl eben genau dieses vorderste Aufrufargument aus. Wir stellen uns dieses Array einfach vor wie eine Kiste. Eine Kiste, in der wir Dinge, in unserem Fall Informationen, hineinlegen können. Rufen wir unser Programm nochmal auf, dann setzen wir jetzt hier mal hinten ein Wort, einen Wert, in unserem Fall das Wort Servus dran. Ein Wert, den wir nach einem Programmaufruf schreiben, nennen wir übrigens Argument des Programms. Das haben wir beim Compiler eigentlich ja auch schon mal gesehen. Hier war das Argument das zu kompilierende File. Da haben wir Java C und dann unseren Filenamen Hallo Welt.java eingegeben. Ja, deswegen heißt dieses Array auch args.
Nun, streng genommen müssen wir in unserem Programm, das wir da jetzt fabriziert haben, zwingend ein Argument hinterlegen, weil wir dem Programm ja gesagt haben, dass es einen Wert an der Position 0 verarbeiten soll. Sollte dieser Wert nicht da sein, da wird das Programm schlichtweg abstürzen. Also immer, wenn eine Situation vom Computer vorgefunden wird, die für ihn nicht oder nur schwierig oder interpretierbar ist, dann ist die Chance, dass die Kiste abschmiert, relativ hoch. Das heißt, wir müssen schon immer sehr genau arbeiten und das werden wir aber in einem späteren Video dann noch lernen, wie wir vorab prüfen können, ob da wirklich was drin ist, bevor wir es auslesen und so weiter. Aber das wird entsprechend, wie gesagt, später nochmal folgen. Also, Java legt nun diesen Text Servus in die Kiste und startet die Main-Methode. Und dann, was jetzt passiert, Java schickt diese Kiste an die Main-Methode, wo wir in unserem Printline-Befehl ja gesagt haben, nehme den Wert an der Position 0 heraus und gebe ihn auf der Konsole aus. Und genau das passiert. Ja, das wäre es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, dass wir damit jetzt die wichtigsten Grundstrukturen unseres Java-Programms mal ja, einigermaßen zumindest verstanden haben. Warum wir hier Class schreiben, dass das sozusagen der Gesamtbehälter ist, den wir dann später kompilieren und ausführen. Warum wir diese Main-Methode haben, dass eben die virtuelle Maschine weiß, wo es überhaupt anfangen soll und warum da diese komischen Argumente da dran sind, dass wir eben beim Aufruf einfach Werte in unser Programm intern eben eintragen können. Die letzte grundlegende Thematik, die wir für den Java-Code jetzt noch brauchen, sind die Bibliotheken. Wir hatten ja schon gesagt, dass uns eine IDE in der Bibliotheksverwaltung unter die Arme greift. Sehen wir uns aber mal im Einzelnen an, wie das funktioniert, beziehungsweise was wir da brauchen, so dass ihr dann später in der Lage seid, die Einbindung zumindest zu verstehen. Alles andere wird euch meistens dann Eclipse dann schon auch weiterhelfen. Ich möchte unser Programm nun so abändern, dass der User nicht über ein Argument aufruft, den anzuzeigenden Text vorgibt, sondern über ein kleines Pop-up-Eingabefenster. Dieses befindet sich aber im Modul java.desktop. Und also müssen wir in unser Modulcode eben genau das hier eintragen, indem wir reinschreiben requires java.desktop. Gut, was bringt das jetzt? Das führt dazu, dass diese java.desktop-Bibliothek in unserem Code zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, wir können jetzt diese Bibliothek, was eigentlich ein Modul ist, innerhalb unseres Codes verwenden. Unsere eigentliche Hello World-Klasse müssen wir natürlich jetzt auch anpassen. Wir wollen ja die Funktionalität ändern. Und zuerst sagen wir Java, dass wir innerhalb der zur Verfügung stehenden Module alles unter Java Swing benötigen. Ja, also Java X.Swing. Dort holen wir uns die entsprechenden Informationen raus, die eben wir dann brauchen für dieses Pop-up-Fenster. Das Ganze läuft mit dem Befehl Import. Also Import holt sozusagen aus diesen Modulen dann die einzelnen Bücher sozusagen, so kann man sich das zumindest vorstellen, raus, bei denen wir dann innerhalb der Bücher wiederum die einzelnen Funktionen rausnehmen, rauslesen. Gut, wenn wir jetzt das Programm starten, dann erfolgt ein Pop-up-Fenster. Dieses Pop-up-Fenster ist oben, seht ihr rot markiert, die sogenannte J-Option Pane, Punkt Show Input Dialog und dann deine Eingabe. Und genau das sehen wir hier unten. Ja? Das heißt, diese Funktionalität Show Input Dialog bewirkt eben, dass in Java dieses Pop-up-Fenster aufgezeigt wird. Und hier können wir jetzt unseren Code einfach eingeben. Und wenn wir dann auf OK drücken oder die Enter-Taste eingeben, dann wird sozusagen der Wert, den wir dort eingegeben haben, zurückgegeben, nachdem dieses ganze J-Option Pane Show Input Dialog innerhalb den Printline-Klammern steht, wird das, was wir da eingegeben haben, direkt auf der Konsole ausgegeben. Und ja, dann ist unser Programm terminiert, alles ist abgearbeitet und wir sind wieder im normalen Modus. Ja, also auf den ersten Blick hoffe ich, dass das jetzt nicht zu kompliziert auf euch wirkt.
Und um das Ganze jetzt mal noch ein bisschen genauer uns anzuschauen, starten wir jetzt einfach mal die Konsole und beziehungsweise nicht die Konsole, sondern Eclipse und schauen das mal live im System an. Den Start haben wir ja schon mal gesehen. Das heißt, wir gehen hier aufs Menü, hier auf Eclipse und dann startet die Eclipse IDE. Gegebenenfalls wird bei euch dann noch erstmal der Workspace auszuwählen sein. Es sei denn, ihr habt das voreingestellt, dann poppt gleich dieses Fenster hoch. Und ja, jetzt wollen wir unser Programm anpassen. Das heißt, wir machen hier args 0. So wie wir es vorhin eben besprochen haben. Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Ich habe jetzt gespeichert und will jetzt starten. Und ups, jetzt gibt es hier eine Fehlermeldung, weil er sagte, hey, Moment, du hast gesagt, hier ist was drin, hier ist was in dieser Argumentenliste und ich finde aber nichts. Das wäre ein Fehler. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir so ein Argument beim Aufruf hinkriegen. Auf den ersten Blick schaffen wir das bei diesem Play-Button nicht. Also probieren wir erstmal unser Klassenfile zu finden und es mal wieder mit der Konsole zu starten, wie wir das vorher bei unserem ersten Hallo Welt-Programm auch gemacht haben. Die Konsole haben wir auch schon öfter mal gestartet, indem wir hier einfach nur CMD eingeben. Wenn die Konsole gestartet wurde, gehen wir erstmal auf unseren Workspace. Wir haben ja gelernt, in diesem Workspace ist alles drin, was Eclipse so braucht. Also machen wir hier erstmal CD Punkt Punkt, also ein höher, noch ein höher und dann haben wir gesagt, unter Tutorials haben wir ein Workspace und jetzt gucken wir da mal rein. So, was sehen wir hier? Hier sehen wir My First Project. Das ist genau der Ordner, wo jetzt unser erstes Projekt die Dateien ablegt. Also CD My First Project. Und jetzt gucken wir hier nochmal rein. Und was wir jetzt hier finden, ist einmal ein Binary und ein Source-Ordner. Schauen wir mal kurz in den Source-Ordner rein. So. Hier finden wir jetzt unser Module-Info.java und dann wieder My First Project. Das war das Package. Also schauen wir da nochmal rein. Und hier finden wir jetzt unser Java-Programm. Gut, das wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich unser Kompilat finden, also unser Class-File. Also gehen wir nochmal hoch und dann in den Bin-Ordner. Und da finden wir jetzt auch wieder My First Project, und da ist jetzt das Class-File. So, nachdem dieses Class-File jetzt innerhalb eines Packages ist, gibt es noch eine kleine Anpassung beim Start. Da müssen wir jetzt ein hochgehen, wieder in den Bin-Ordner und können jetzt Java starten. Und zwar Java und My First Project, das ist das Package Punkt, Hello World Punkt, Class brauchen wir nicht. Okay. Und jetzt geben wir unseren Servus wieder ein. Und siehe da, jetzt startet das Ganze. Machen wir mal hier was anderes ran und dann sehen wir, dass dieser Parameter, den wir hier übergeben haben, dass der auch tatsächlich in der Konsole wieder landet. Gut, jetzt ist es aber ein bisschen unbefriedigend. Wir wollen ja eigentlich mit Eclipse arbeiten und die Frage ist, können wir das nicht auch mit Eclipse simulieren, dieses Verhalten. Und ja, tatsächlich, es geht. Dazu gehen wir jetzt hier wieder auf Eclipse zurück und gehen hier bei dem Play-Button auf dieses Dreieck nach unten. So, dann geht ein Menü hoch und hier finden wir Run Configurations und hier die Arguments. Und jetzt sagen wir hier Servus. So, und lass es ablaufen und siehe da, es ist tatsächlich angekommen. Das heißt, wir müssen auch hier nicht wirklich mit der Konsole arbeiten. Eclipse ermöglicht es uns tatsächlich auch, die Parameter direkt über die Konsole zu verwenden oder über diese Liste zu verwenden. Jo, ein Hinweis noch, wenn ihr jetzt hier Servus und Hallo. Wenn wir das jetzt angeben, kommt nur Servus. Der Grund ist, weil dieses Array ja eine Liste von mehreren Werten ist. Und nach jedem Leerzeichen sagt er so, jetzt kommt der nächste Wert in die nächste Position unserer Liste.
Was wir jetzt theoretisch machen könnten, wäre das Ganze in Anführungsstriche. Und dann wäre das auch wiederum da. Dann würde er tatsächlich innerhalb der Anführungsstriche auch die Leerzeichen übernehmen. So, das wäre jetzt im Wesentlichen erstmal das Thema mit den Argumenten. Das nächste, was wir uns ja angeguckt haben, war die Sache mit dieser Pop-up-Message. Dazu haben wir gesagt, müssen wir erstmal in das Modul reingehen. Und bei dem Modul müssen wir jetzt requires so, Java und Punkt Desktop. Da haben wir ihn schon. So, speichern das Ganze. Und jetzt gehen wir hier in unser Hello World rein und sagen, ich hätte jetzt hier gerne folgendes. J-Option Pane Show Input Dialog. Na, mag er nicht. Show Input Dialog. Und jetzt hier die Message wäre Eingabe und dann, was immer der User dann eingeben möchte, wird dann ausgegeben. Wie ihr vielleicht gesehen habt, ist hier dieser Import schon von alleine gelaufen. Der hat gesagt, der Programmierer braucht J-Option Pane. Das weiß Eclipse, dass das unter Java X-Swing ist und hat es dann gleich importiert. Wir haben uns bei unserem ersten Versuch gleich oder ein Stern hier reingemacht, dass wir gesagt haben, okay, alles aus Swing wollen wir haben und Eclipse wählt hier etwas dedizierter aus, aber mit Stern wird es genauso gehen. So, ja, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir lassen das Ganze laufen und so, da ist jetzt die Eingabe und jetzt sage ich Hallo auch, Enter und dann sehen wir das hier. Das heißt, das funktioniert auch. Also insofern sehen wir jetzt, dass wir in der Lage sind, unsere Programme zu schreiben, dass wir verstehen, was diese Main-Methode eigentlich so macht, ja, dass das mit diesen Argumenten funktioniert und wir wissen, wie wir Bibliotheken mit in unser Programm, in unseren Code einbauen und nutzen können. Das Letzte, was ich jetzt noch ansprechen möchte, sind die Kommentare. Es ist so, wenn wir Code schreiben, dann sollten wir natürlich von Anfang an versuchen, diesen Code möglichst übersichtlich zu gestalten. Aber oftmals hilft es auch, in dem Code so einen kleinen Hinweis reinzuschreiben, und zwar klartextlich, was wir uns eigentlich dabei gedacht haben. Der Grund liegt ganz einfach darin, dass wenn wir unseren Code entweder jemand anderen geben oder auch wenn wir unseren eigenen Code nach ein paar Wochen wieder anschauen, dass wir oftmals aus den reinen Codezeilen nicht mehr so genau feststellen können, warum haben wir das eigentlich so gemacht. Und dazu gibt es die Kommentare. Kommentare gibt es in Java im Wesentlichen zwei verschiedene Formen. Einmal der doppelte Forward Slash. Hier wird die Eingabe und Ausgabe gleichzeitig umgesetzt, was auch immer. Und das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre, dass wir einen Blockkommentar nennen. Also das hier wäre ein Zeilenkommentar. Und ein Blockkommentar geht so, dass ich Forward Slash Stern, hoppla, da ist der Stern, und dann Stern Forward Slash. Das ist wie so eine einschließende Klammer. Das heißt, alles zwischen diesem und diesem Zeichen würde jetzt als Kommentar fungieren. Ich rate grundsätzlich, die normalen Code-Kommentare als Zeilenkommentare zu realisieren, dass quasi rechts von diesem doppelten Forward Slash alles als Kommentar fungiert wird und den nur in Ausnahmefällen zu verwenden, den nimmt man nämlich dann gerne, wenn ich ganze Codeblöcke auskommentieren möchte. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte mal für einen kurzen Test den funktionalen Code mal auskommentieren, dann lege ich hier oben meinen öffnenden, hier meinen schließenden Kommentar rein und dann funktioniert es wunderbar. Wenn ich aber meine normalen Zeilenkommentare so realisiere, dass ich sage, okay, machen wir das mal kurz. Hier passiert das Gleiche nochmal. Stern Forward Slash funktioniert wunderbar. Wenn ich jetzt mich aber entschließe, für einen Test mal kurz einen Bereich an Code, das mache ich jetzt mal beispielhaft hier auszukommentieren, dann funktioniert es nicht mehr, weil Java sagt, aha, hier ist der Anfang-Block-Kommentar,
das wird auch nicht interpretiert, hier ist das Ende. Und jetzt haben wir hier plötzlich einen schließenden Blockkommentar, dem das, der Anfang fehlt. Und deswegen rate ich eben grundsätzlich, dass wir das mit diesem Zeilenkommentar machen und dann können wir auch wieder blockweise auskommentieren. So. Was in Eclipse auch funktioniert, ist die auszukommentierenden Zeilen zu markieren, die Steuerungstaste und dann die 7 zu drücken. 7, weil dort oben drüber auch der Forward-Slash ist, dann würde hier dieser ganze Bereich rauskommentiert werden. Aber das geht eben nur in einer IDE und eben nicht mit irgendwelchen beliebigen Editoren. Ja, speichern wir den Kram wieder und damit haben wir jetzt unser... ja, unser Grundgerüst eigentlich verstanden. Wir können jetzt auch Kommentarzeilen in unseren Code einfügen. Ja, und damit sind wir jetzt eigentlich gewappnet, uns in die Tiefen von Java zu begeben. Das war es nun zum Grundgerüst. Im nächsten Video sehen wir uns dann die Thematik rund um die Variablen an. Also was sind Variablen, wie werden sie erzeugt und wie nutzt man sie? Also bis zum nächsten Mal.